Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute wieder ein Toy zusammenholen. Heute geht es um ein Toy, was wir im Ardenwald uns beschaffen können. Und zwar befinde ich mich hier unten bei den Koordinaten 67, 34. Und dort haben wir eine Kiste, die wir aber nicht gleich öffnen können, denn die ist verschlossen. Hierzu müssen wir nämlich erstmal die Kiste aufschließen. Und wie machen wir das? Es gibt hier zwei Sachen, die wir anklicken müssen, um die Kiste zu öffnen. Das können wir aber leider nicht alleine machen, sondern wir müssen da zwei Leute haben. Und deswegen drücke ich jetzt hier einmal quasi die Harfe, und wenn ein anderer Spieler hier die Trommel haut, dann müsst ihr die Kiste hier aufgehen. Und ihr seht, jetzt ist sie offen. Wir können einmal draufklicken, wenn wir nicht dieses Feenviech hier an der Hacken hätten. So, weg mit dir. Und es sind noch beide Items drin. Einmal haben wir eine Schildhand und dann haben wir noch das Toy drin. Ich habe extra meinen Twinkchar hier rangeholt, weil ich dachte, ich brauche noch jemanden, der draufklickt. Zwar hier zufällig noch jemand anderer, der das auch haben wollte. Hat jetzt so ganz gut gepasst. Gut, das muss ich mal gucken. Oh, mein Twink kann das jetzt auch aufmachen. Also wenn das hier anscheinend einer geöffnet hat, dann können das alle herauslooten. Gut, wir machen jetzt mal weiter und schauen uns das Toy genauer an. Und zwar heißt es Feenharfe. Und für diese Feenharfe, was können wir da machen? Genau, wir können hier eine besänftigende Melodie spielen und das werden wir jetzt dann einmal ausprobieren. Setzen wir das gleich mal ein. Sonderlich viel höre ich nicht. Ich habe den Sound auch relativ leise. Zumal mit der Katzengestalt sieht das komisch aus. Ah, wir haben die Harfe quasi in der Hand und spielen die. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hat was tatsächlich. Es kommt hier auch ein paar Noten oben mit raus. Wie sieht es in Bärengestalt aus? Okay, die Animationen sind nicht so gut. Schauen wir mal Hirschgestalt. Ah ja, okay. Also für die Druid-Gestalten ist es nicht gerade ausgelegt, aber für die normale Humanoiden-Gestalt sieht das ganz nett aus. Ist 10 Minuten drauf. Und bewegen können wir uns damit aber nicht, ne? Also ich bin stationär, ich kann nicht laufen. Ja, ist ein nettes Gimmick-Toy. Ich zeige euch nochmal die Map. Hier unten war das 6733 im Ardenwald. Wichtig, ihr braucht halt irgendwie einen anders, der mit draufklickt. Wenn, dann steht da zufällig schon jemand wie bei mir. Oder ihr sucht euch jemanden, der euch dabei helfen mag. Gut, das war's mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.